Servus Leute, hier ist wieder euer Düsi Bärs mit einem brandneuen Part Modern Combat 5 Walkthrough. Und ich habe ein bisschen Multiplayer zwischendurch jetzt gespielt. Und jetzt geht's weiter mit Kampagne. Hab schon den nächsten Teil runtergeladen, dass ich gleich weitermachen kann. Vor allem zwei Multikills, das klingt interessant, wenn ich ehrlich bin, weil Multikills sind schon schwer. Boah, dieser Sound gerade war seltsam. Boah. Ich habe jetzt mittlerweile auch die größeren Magazine. Wo sind die Nähe? Ich brauche zwei Multikills. Hallo? Ah, da halt nicht. Dann gehen wir halt da drüber und machen die dann fertig. Lol. Da war keiner dahinter. Kommen die? Da. Einer. Ich brauche einen Multikill. Ah, da. Habe ich ernsthaft keinen Multikill geschafft. Schweinerei. Neuer Griff, Mündungsschlucker und erweiterte Magazine habe ich drauf mittlerweile. Und hier ist der Henker. Oh oh. So, schauen wir mal. Kriegen wir ihn vielleicht? Ja! Puh. Knappe Sache. Jetzt haben wir es geschafft, aber nur Silber leider, weil ich die Multikills irgendwie gefailt habe. Mittlerweile bin ich Level 7. Jo, ein paar Sachen haben wir mal wieder freigeschaltet oder nicht. Nee, die U4. Bald kriege ich die U4. Die ist richtig stylisch. Wurde mir mitgeteilt. Angeblich auch High Prezi und so. 100er Prezi, neue Zone aktiviert. Wird das Spiel? Nein, kein Bock drauf. Und nein. Hier geht's los. Was kann man noch hier unterschlupf? Benötigtes Waffen. Oh, da brauche ich das Sniper schon. Spezialeinheit. Ja. Schieße auf die Energiezelle, den Zünder. Und sichere alle Räume. Ja, das probieren wir mal aus. Innenstadt eindringen. Ja, das klingt logisch. Finde ich immer noch schade, dass es nur 4 Multiplayer-Maps gibt. Wenn sogar in der Kampagne mehr zum Sehen ist. Raum 1 von 3. Okay, das wiederholt sich irgendwie doch wieder. Mal sehen, ob die stärker sind, die Feinde. Lag. Au. Au. Ich musste den Zünder entschärfen und nicht den Feind töten. Verkackt. Schieße auf den Zünder. Hätte ich es gelesen vorhin, hätte ich es auch mitbekommen. Ja genau, der ist jetzt tot oder was? Nur weil ich auf den Zünder geschossen habe, passt meine Logik. Auf die Energiezelle. So, immer schön lesen. Was ist denn die Energiezelle? Da. Boah, krass. So schnell geht der dann down. Sichere den Raum. Okay, das kann nicht so schwer sein. Energiezelle. Zünder. Jo, das war jetzt easy. Very easy sogar. Um über 50% Präzision. Ja, Modern Combat 5 Blackout, mein erstes Fazit, ist okay, kann man spielen, aber ein bisschen seltsam auch. Ich brauche Sniper schon wieder, so ein Dreck. Jo, kein Waffenset.
Innenstadt. Eine Straßenlinie des Kasas. Okay. Okay. Schaut ein bisschen nach Sniper-Mission aus, wenn ich ehrlich bin. Überlebe den Anschlag. Achte immer auf dein Gesundheitslevel. Erziele 4 Kopfschüsse. Ja, okay, Kopfschüsse ist für mich kein Problem. Deshalb bin ich doch der Master. Aha. Wieso habe ich jetzt die Tür aufgemacht? Und wieder zugemacht? Das freut mich. Ja, eben hast du nicht alles unter Kontrolle, hey. Wir sind eingeparkt. Ja, schau, die haben alle Waffen. Hast voll verkackt hier. Wir werden drauf gehen. Okay, wir werden doch nicht drauf gehen. Wieso habe ich schon Blutspritzer, obwohl ich noch gar nicht getroffen wurde? Gib mir Headshots. Bam, die Headshots haben wir. Es ist so die Logik, dass das Geschütz nicht heiß wird. Ja, aber die Mission taugt mir übel. Kann man so leicht EP kriegen. Weil man nicht nachladen muss, weil nichts heiß wird. Weil viele Feinde kommen. Wow, der hat Ape RPG. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Mehrfachkill. Und das nicht mehr mit Anstrengung. Aber hier, die Grafik ist schon richtig geil. Da könnt ihr echt nichts dagegen sagen. Oh, mein Akku ist fast leer. Boah, überlebe den Anschlag. Das war doch gar nicht so schlimmer Anschlag. Hey, genau, bleibst du genau da stehen oder was? Bist du dumm oder so? So, wie ihr seht, alles easy. Alles unter Kontrolle. Im Gegensatz zu meinem anderen Kumpel, der hier voll reingefahren ist. Aber der wollte auch nur, dass mein Charakter sich levelt. Bin mal gespannt, ob ich Level 100 schaffe. Ja, let's get the hell out of here. Boah, das war ja mal richtig easy. Ja, aber so wirklich gelevelt habe ich nicht. Ja, doch, ich bin Level 8 geworden. Geil. Ich bin Level 8 mittlerweile. Ich brauche die Sniper. Wie ich gesehen habe für die nächsten Missionen. Ja, ich mag das nicht lesen. Hey, da brauche ich auch keine Sniper. Okay, cool. Ja, okay, dann beende ich diesen Part wieder an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch bitte einen Daumen da. Und ja, man sieht sich im nächsten Video. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Servus, Leute.